Japano-Schlampen erleben schlampige Abenteuer. Total schlampig. Japano-Schlampen. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße. Japano-Schlampen. Folge 16. Party, Party, Party. Yeah. Alles Gute zum Geburtstag, Marke. Dankeschön. Toll, dass ihr alle zu meinem 10. Geburtstag gekommen seid. Hier ist meine Geburtstagskarte für dich. Entschuldigung, die Tinte ist verlaufen. Ich fasse es nicht, dass meine Tochter jetzt schon 10 Jahre alt ist. Zur Feier des Tages habe ich meiner Katze Pushy auch was geschenkt. Verdammte Scheiße, das ist ein Hamsterrad und das ist ein Hufauskratzer. Ich kann so nicht leben. Wer hat Lust auf Flaschen drehen? Auf wen die Flasche zeigt, der muss Ciao küssen. Wer sind Sie denn? Das ist unser Klempner, das Klo war verstopft. Küss mich. Ich werde Sie ganz bestimmt nicht küssen. Aber ciao, so sind die Regeln. Küssen! 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 Also wenn Ciao fertig ist mit Knutschen, ist es Zeit für Party! Können wir auch aus den Gläsern trinken? Nein! Ich mag diese Tröte, sie ist so schön bunt. Die waren extrem billig. Kann sein, dass da toxische Farbstoffe drin sind. Ich will auch mal tröten. Die Zeitspanne vom Stegosaurus zum T-Rex ist größer als die Zeitspanne vom T-Rex zu uns. Es gibt gar keine Zeit. Es gibt nur Uhren. Das Gehirn hat sich selbst Gehirn genannt. Was, wenn Mädchen gar keine Nippel hätten? Dann hätten sie nur sowas wie den Hintern vorne dran, der aber gar nicht kacken kann. Wo ist im Universum oben und unten? Hinter der nicht kacken kann. Yeah, das war's wieder von den Japano-Schlampen. Boah, wow, da hat Waki ja mal eine richtig fette Kindergeburtstagsparty gefeiert, yo. Habt ihr auch so viele Freunde wie sie und feiert auch so coole Partys? Ha, ich glaube nicht. Ich verstehe nichts. Dreh die Volume auf, denn das ist zu wenig. Was? Was geht ab? Ich bin Fresh Dio. Guck mal, ich hab ein Mikro. Hör mir zu, wie ich zum Beat flow. Das ist mein Musik wie Dio. Ich mach Matrix Moves wie Neo. Und bin dabei so fresh wie Dio. Ich werd fetter jeden Tag, weil ich Pizza mag. I don't give a fuck. Dann komm ich und ich sag, you can suck my duck. Quack, quack. Richtig gehört, das ist eine Ente. Gestört und ich bin in Rente. Meine Nudel ist 30 cm lang und al dente. Ich hab ein Riesending, ich habe Blink Blink, das an meinem Bart schwingt. Ich hab auch ne Knarre, aber sie ist aus Plastik. Macht nix, weil ich dich damit trotzdem in den Arsch fick. Was? Was geht ab? Ich bin Fresh Dio. Boah, guck mal, ich hab ein Mikro. Hör mir zu, wie ich zum Beat flow. Das ist mein Musik wie Dio. Ich mach Matrix Moves wie Neo. Und bin dabei so fresh wie Dio. Raider! Tomb Raider! Und das Spiel hat einen kompletten Reboot bekommen. Aus Tomb Raider wird jetzt Twix. Bei einer Forschungsmission erleidet die noch total junge und zarte Lara Croft Schiffbruch und wird auf eine scheinbar verfluchte Insel gespült. Auf der treiben viele böse Männer ihr Unwesen und begrabbeln sie auch noch. Und da nimmt Lara Croft zum ersten Mal eine Waffe in die Hand. Sie klettert zum ersten Mal alleine durch dunkle Höhlen. Und sie ist dabei so unschuldig und verletzlich. Die Person Lara Croft wurde nämlich komplett neu designt. Und sie ist jetzt ein echter Mensch, der Schmerzen fühlt. Mit realistischem Körperbau ohne Mörderglocken vorne dran. Und ich hätte es nie für möglich gehalten, dass einmal der Tag kommt, an dem Lara Croft
kleinere Titten hat als ich? Ist ja völlig verrückt, wir wollen das jetzt noch spielen. Aber nicht nur Laras Aussehen hat sich verändert, sondern das gesamte Gameplay. Es gibt natürlich die altbekannten Kletter- und Hüpfeinlagen. Und selbstverständlich raidet ihr auch Tombs, also ihr plündert Höhlen aus. Und Lara muss auch allen möglichen Schrott sammeln, damit sie ihre Waffen upgraden kann. Denn Tomb Raider ist jetzt eher so eine Art Shooter mit gelegentlichen Quicktime-Events. Ihr schießt also mit euren zitterigen Mädchenhänden auf böse Jungs. Ihr könnt aber auch mit Pfeil und Bogen auf Tiere schießen und dann mit weinerlicher Mädchenstimme "Tut mir leid!" sagen. Und dann wie ein Mädchen kreischen, so links, rechts in Quicktime-Events Wölfen in die Fresse hauen. Also es ist vom Spielen und auch vom Charakter her nicht Tomb Raider, wie man es gewohnt ist. Und als ich zum ersten Mal vom Reboot gehört habe und dann gesagt wurde, ja, Lara ist jetzt so ein weinerliches Mädchen, fand ich das ziemlich scheiße, weil ich alle Teile gespielt habe und Lara immer so eine richtig coole Sau war. Sie ist natürlich ursprünglich als mega Dreieckstitten-Objekt konzipiert worden, aber wenn du der dumm kommst, dann haut sie dir aufs Maul. Und ja, jetzt im neuen Tomb Raider ist sie weinerlich und voll das Mädchen. Aber im Laufe der Story entwickelt sie sich weiter. Es ist immerhin der erste Teil überhaupt der Tomb Raider-Reihe, der ab 18 ist. Da geht's richtig um die Wurst. Und es ist beeindruckend, wie elend und schmutzig Lara in diesem Spiel aussieht, aber ihr Haar trotzdem glänzend und perfekt bleibt. Also wer eine super coole Sau mit Mördertitten haben möchte, die mit zwei Waffen in der Hand Loopings springend alles stumpf abballert, der wird bei dem Spiel enttäuscht, das gibt es nicht. Wer aber die Reise einer jungen Frau namens Lara Croft miterleben möchte, die Abgründe in der Natur, aber auch in der eigenen Seele überwindet und zu einer coolen Sau wird, der muss das neue Tomb Raider unbedingt spielen. Mit liv er crazy daisy, fortiden i bakspejl. Nu har vi ingenting at undvige, man jeg brunstig. Okay, lad os lige få kammertonen. Ingen GPS, kør bare mod aftensolen. Det er lidt en lort, det er lidt ligesom en strike. Vi har levet vores liv lidt ligesom en leg. Men nu er jeg klar til at gå en helt ny vej. Jeg dagdrømmer, lukker mine øjne, lever i min drøm hver dag, går i søvne. Og vi rejser os, hver gang vi vælter, ingen løgne, sandhed er, hvad vi sælger. Så hvad du får og hvad du ser, din dreng står stadig skarpere end en musketær. Nyt ur om min arm, men jeg er tidsløs, og baby skinner i et rum helt uenløs. Die kunstwissenschaftliche Analyse. Heute das Werk vom Künstlerkollektiv ohne Direktion. Diese Fotografie zeigt, wie zwei junge Menschen von drei anderen Menschen brutal von hinten gepackt werden. Eine bedrohliche Aura geht von den Tätern aus, die teuflisch lachen oder sich lüstern die Lippen lecken. Die Gesichter der Opfer verzerrt, mit fast unmenschlichen Gesichtszügen und mit zum stummen Schrei aufgerissenem Mund. Die noch freie Hand zeigt mit letzter Kraft auf mysteriöse Flecken, die im Schrittbereich der Hose verteilt sind. Diese schlecht gefotoshoppte Hand, die farblich und von der Schattierung her überhaupt nicht in das gesamte Bild passt, wirkt zuerst wie ein Fehler, doch nur für Laien. Hier verbirgt sich eine Anspielung auf die blutleere Hautfarbe einer Leichenhand. Und den unvermeidbaren Tod, der die Opfer ereilen wird. Mit diesem Werk wollten die Künstler ohne Zweifel Folgendes darstellen: Entführung, Vergewaltigung, Mord. Ein grausames, verstörendes Werk von ohne Direktion, das zum Nachdenken anregt.
Hallo. Willkommen zur Netmob-Challenge. Und die Challenge lautete diesmal: Welchen Zungenbrecher kann selbst Cold Mirror nicht fehlerfrei aussprechen? Und ich werde nun eure bekloppten Vorschläge semi-live vorlesen und dann mal schauen, ob Mutti das gebacken kriegt. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Oh, oh, ich hab's geschafft. Oh. Im dichten Fichten dickicht, nicken dicke Fichten tüchtig. Gut. Ja, ich bin ziemlich gut. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Der eine hieß Chuck, der andere hieß Chuck Schaverak, der dritte hieß... Oh, da oben geht's weiter. Sipsi, Velipsi, Pim, Pel, Pel. Ich krieg das nicht. Ich kann es nicht mal lesen. Wie soll ich das denn aussprechen? Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei Schweine. Der Whisky-Mixer aus der Whisky-Bar mixt den Whisky wunderbar. Ich trau mich nicht. Der Whisky-Mixer aus der Whisky-Bar mixt den Whisky wunderbar. Der Whisky-Mixer aus der Wixi-Bar? Was? Der Bahnfahrer fährt Bahn. Das war eigentlich leicht. Wenn du Wachsmasken magst, Max macht Wachsmasken. Wow. Wenn du Wachsmasken magst, Max macht Wachsmasken. Fuck! Tja, ich würde mal sagen, ich habe so ziemlich alle Zungenbrecher mit Bravour bestanden. Tschüss, bis zum nächsten Mal, ihr fickenden Dichter und wichsende Wichser. Willkommen zu Putins lustige Psychotherapie! Nun, Herr Putin, ich bin Psychiater und mir kam Folgendes zu Ohren. Immer wenn Sie den Mund aufmachen, kommt Quatsch raus und Sie reden wirres Zeug, das gar keinen Sinn ergibt. Realisieren Sie das überhaupt, dass Sie krank sind? Also, Pudel stehen immer auf dem roten Skateboard und sprechen dabei Spanisch. Knutsch mich. Ich habe einen Hund, Fufu. Der ist, süß. Mhm. Wirklich süß. Und ich schwebe zum Saturn im Porsche. Schweine schwabbeln um mich. Mu macht die Kuh. Skilaufende Hunde im Bus. Pass auf, Joghurt ist der Oberhammer für mich. Ich suche einen gelben Haifisch. Du Bitch, was willst du mit meinem Hausschuh? Suppe. Verzeihung, Herr Putin, dass ich Sie unterbreche, aber Sie sind schwer krank. Ich weiß nicht, wie man Ihnen helfen kann. Sie sind komplett bescheuert und ich glaube, man sollte Sie Ihres Präsidentenamtes entheben. Das war Putins lustige Psychotherapie. Gibt es sonst noch Fragen? Ich lese mal Post aus Katzeneingeweiden vor. Mary Notwise fragt: Hey Kadi, ich wollte dich was fragen, und zwar, wie viele Mäuse hast du eigentlich und wie heißen die? Schätzchen, ich habe verdammt viele Mäuse. Das ist Peter, und das ist Luise, und das ist Reichsmarkisha, und das ist Tobias. Ich habe so viele Mäuse.